Schönen guten Tag zur nächsten Folge dieses Podcasts. Ja. Hi. Geplant war die Folge erstmal eigentlich aus dem neuen Büro. Das hat nicht geklappt. Dann aus dem Europapark. Dann waren Bauarbeiten bei uns im Hotel. Das hat dann nicht geklappt. Und jetzt sitzen wir wieder im Auto und werden euch auf unserer Rückfahrt von dem Europapark, von dem wir gerade herkommen, ein bisschen mitnehmen auf die schöne Reise. Juhu. Gibt es News, gibt es tolle Sachen. Eis.de ist im Kontakt mit uns jetzt. Das heißt, die nächsten Podcast-Folgen könnt ihr euch schon auf entspannte Gesichter hoffentlich freuen und dann auch auf tolle Rabattcodes. Und wenn die nicht zahlreich eingelöst werden, bin auch ich enttäuscht. Erkundet eure Sexualität. Ja. Dann kommt auch probiert ein Face-Tattoo. Ein bisschen. Richtig, schreibt es mal in die Kommis. Was ist gut, was ist nicht gut? Satisfyer 9.0. Wow. Ist der toll, ist der nicht toll? Wie die Achterbahn eben. Ich werde gespannt Reviews lesen. Gespannt. Ein bisschen scrollen, ey. Habt ihr mal gemacht, so Puff-Reviews gelesen? Nein. Hat Tommy Schmidt empfohlen. Ich bin nach wie vor, Grüße natürlich, ich bin nach wie vor auch noch darauf aus, hier mal so ein Puff-Review mir reinzuziehen. Können wir machen, wir können mal gucken, was hier in der Nähe ist. Ich schau mal eben. Ich mach's jetzt einfach mal mit dem Handy hier. Ganz kurz, Pascha, ne? Zum Beispiel in Köln. Oder gib doch einfach Puff Bordell ein. Pascha Puff Bordell. Laufhaus. Köln. Stundenhotel. Pascha Köln. Nee, nicht Laufhaus. Pascha Köln. Wie, warum? Man kann doch mal gucken, wie viel Bewertung ist. Mal gucken, mal ein bisschen die Locals unterstützen. Guck mal, auch die Preise waren super. Zum Beispiel jemand geschrieben. Preisleistung. Die wollen nur mein / euer Geld zum Beispiel. Auch eine sehr gute. Ja. Das sind die letzten. Richtig. Die Erwartungen an einem Montagabend waren bei mir nicht hoch. Auf der 7. Etage waren insgesamt 15 Damen. Da kenne ich noch ganz andere Zeiten. Am Ende bin ich fündig geworden, aber aufgrund des dauernden Treppe hoch, Treppe runter ist man konditionell nicht mehr so fit. Oh Mann. Doppelpunkt minus großes D. Also oh Alter, lass meinen. Ich habe nie verstanden, warum man als Gast den Fahrstuhl nicht benutzen darf. Oh Mann. Aber schön. Ich empfehle die asiatischen Spezialitäten mit extra knusprigen Frühlingsrollen und Fischsoße. Die gebackene Banane könnte ein bisschen mehr Honig haben. Ansonsten Top-Erlebnis, hübsche Bedienung. Gibt es da ein Restaurant drin? Ich habe nur gehört, ein Buffet. für Geschäftsessen und Betriebsausflüge sehr zu empfehlen. Nettes Personal und guter Zimmerservice. Für mich könnten die Kellnerinnen etwas mehr anhaben, aber das stört mich bei der Beleuchtung kaum. Overall kommt man hier gut zurecht. Freddy, ich habe ein neues Video für dich. Alles Essen in Pascha Köln. Oh Gott. Finde ich toll. Oh Gott. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. Warum setzt man sich da wirklich hin? Der Pascha Club ist ein Muss für jeden Köln-Trip. In Klammern, Männertrip. Ich finde, wir könnten eigentlich an jeder Haltestelle mal gucken, was so der Local Puff ist und da mal Rezensionen lesen. Und dann am Ende der Fahrt wissen wir halt, wo jetzt auf der Strecke der Beste war. Rate my Puff. Also falls ihr mal zum Europapark fahrt. Ich kann dieses Fitnessstudio nur weiterempfehlen. Super Musik, super Stimmung. Und man wird nicht blöd angemacht, wenn man mehr wie 3 Minuten einer Frau auf den Hintern glotzt. Aber ich muss sagen, eigentlich liegt mein Rekord bei 5 Liegestütze. Gestern habe ich 10 Stück hintereinander geschafft. Super, super. Das gibt 5 Sterne. Ich komme gerne wieder. Danke, Jens. Das sind die Rezensionen, die wir lesen wollen. Oh, finde ich gut. Mann. Entschuldigung, Annika, ich wollte dir aber nicht den Auftritt klauen. Ich schaue noch mal kurz nach einem Was lokalen Was für Auftritt klauen? Nein, gar nicht. Weil mach Anfang des Podcasts ist doch deine Stunde. Alles gut. Smalltalk-Fragen kann man immer machen. Mitte, Ende, vorne, hinten. Wie heißt es denn? Laufhaus? Wie heißt Bordell. Die? Bordell heißt das. Entschuldigung, nicht so oft frequentiert. Freudenhaus. Bordell in Trier. Bordell Labelle. Das ist das nächste. In Worms. Worms. Sollen wir da erst reingucken? Ja. Schöne Mädchen, super Service, super. Oh, fast gekotzt gerade. Bordell Labelle. Google hat es endlich geschafft, den Namen zu ändern. Top. Super sauberer Laden, nette Mädels, super Service. Wegen Umbau geschlossen, 2 von 5 Sternen. Schwierig. Sehr schöne Atmosphäre, mega. Dieter Bohlen war da. Schön. Nee, also hier ist ein bisschen entspannter, bin ich ganz ehrlich. Schau. Annika, ich übergebe an dich. Wir gucken bald mal weiter. Wenn wir Boah, wie soll ich jetzt eine Überleitung machen? Puff, 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 puff. 5 Fragen, 4 Fragen, 3 Fragen, 3 eigentlich, ne? 3 eigentlich, ja. Okay. Keine Ahnung, wie man da gut in das neue Thema reinslidet, aber naja, ich fange einfach mal an. So, Smalltalk-Fragen.
Ihr habt mir Smalltalk-Fragen zugeschickt und diese habe ich mir fleißig abgespeichert. Ich habe jetzt aber gesehen, dass eine davon, glaube ich, hatten wir schon im Podcast, nämlich was ihr zum ersten Mal gerne erleben würdet. Das habe ich euch, glaube ich, schon... Zum ersten Mal. Ach so. Maibaum gestellt kriegen. Ja. Das habe ich euch, glaube ich, aber schon mal gefragt. Die zweite Frage, die reinkam, war, wenn die Wiedergeburt real ist. Also, sie ist real. Okay. Wenn ihr also wiedergeboren werdet und ihr könnt es euch aussuchen, als was wollt ihr wiedergeboren werden? Da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Boah. Sie ist real. Du hast ja anscheinend schon Gedanken gemacht. Sie ist real. Ja, aber ist es bei dir ein Thema, das Karma regelt, wie du wiedergeboren wirst? Also, Karma hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf. Aber ich glaube, boah, da gab es auch mal so ein Buch. Wie hieß das denn? Da ist doch auch jemand dann als Marienkäfer wiedergeboren worden. Ich glaube, ich kenne das. Meinst du von Kafka die Verwandlung? Nee, das ist ja kein Marienkäfer. Das ist kein Marienkäfer. Ich habe es auch nicht gelesen, ich habe nur davon gehört, auf jeden Fall. Boah, ich finde, das ist eine übel schwierige Frage. Darf ich mir komplett aussuchen? Karma egal? Ja. Muss Tier sein? Nö, generell. Als was Mensch möchtest wieder du wiedergeboren werden? Stuhl. Warum? Weißt du, wie lange das dauert? Wie kannst du denn als Stuhl wieder draufstehen? Dann bleibt der ja Stuhl. Stell dir mal vor, du bist ja so ein Ikea-Stuhl, der dann auf Jahre in den Lager halt. Da musst du erst so als du bist dann Stuhl Stefan und musst dann erst zusammengeschraubt sein. Nicht, dass du das willst, weil Frauen sich dann auf dich draufsetzen. Nein. Ja, kannst du auch Ikea-Stuhl von Nina Heller sein. Dann kannst du in irgendeiner Garage stehen, noch von den Eltern. Ey. Das war ein Scherz mit dem Stuhl. Ja, jetzt ruderst du zurück. Nee. Aber ich glaube, spannendste ist schon, wenn man irgendwie nochmal als Mensch wiedergeboren wird, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig. Erinnert man sich dann an das Leben davor? Nein. Also das schließt man aus? Ja. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, treffe ich sozusagen die Entscheidung für ein unwissendes Ich. Ja. Also deine Seele zieht quasi weiter, so wie es halt auch ist. Deine Seele zieht dann weiter und kehrt dann nochmal neu irgendwo ein. Aus dem großen Seelenpool. Aber werden ja immer mehr. Werden dann mehr gemacht dann? Nee, es werden nicht immer mehr. Du hast eine gleichbleibende Anzahl, die immer neu gerollt wird. Klar. Sind noch mehr Menschen auf einmal. Nee. Ja, aber weniger Tiere. Einer, Freddy, das ist ja das Ding. Die Anzahl bleibt doch gleich. Freddy, mehr Menschen, weniger Tiere. Also das ist du ja hast das so ein Ding. All-over, was lebt? Ja, ein Pool. Und das alles drin. Und dann, wenn deine Zeit ist, dann ist es soweit, dass du geboren wirst. Also wenn du stirbst, gehst du da wieder hin? Also ich fände halt mal fetzig, ich kann mich eh nicht dran erinnern, ich fände fetzig mal so Eintagsfliege. Boah, nee. Weil das, glaube ich, so richtig ist. Fuck! Okay, also, ficken schnell, ich muss mich vermehren. Oh, nee! Oh, alt, auch Rücken. Oh, nee. Oh, eine Partnerin, toll. Oh, nein, sie ist tot. Nein, wie kann das in meine Kinder? So, weißt du, das ist, glaube ich, so ein... Oh, nein. Viel zu viel Stress, ich glaube, Eintagsfliege so einfach mal um Stress, so für den Rest, nee. Für die Weiterentwicklung einfach mal so... weißt du, und dann so Eintagsfliege auch so Panik, so, oh, was will ich jetzt nicht, mehr Eisbär! So, und dann einfach so, bist du weg. Ey, bist du stressig. Ich sag Eintagsfliege. Das muss man einmal gemacht haben, wenn das uns im Durchlauf. Baum ist bestimmt auch cool. Baum? Einfach, ja, einfach nur so chillen. Was denn, Eiche? Und dann wirst du zum Stuhl irgendwas gemacht. Was cooles. Tannenbaum. Ja, zum Stefan, Timo. Der Ikea-Stuhl, der unbequeme. Bah, unangenehm auch. Das heißt, du lebst, stirbst und wirst einfach weiterverarbeitet. Ja, wie stirbt man denn als Stuhl? Ja, nee, als Baum. Ach so. Stirbst du. Du wirst gefällt, also da kommt jemand mit einem scharfen Ding, kloppt dich um. Jetzt bin ich neun Stefan geworden. Prügelt dich durch diverseste Maschinen und sagt dann nachher so, jupp, du bist jetzt ein brauner Stuhl. Oder ein weißer. Oder Timos brauner Stuhl. Ich glaube, ich würde cool finden, ein Vogel zu sein. So mal fliegen oder sowas. Boah, der war anstrengend, der Vögel, auch echt scheiß Situation immer, wie die draufgehen. Aber so Adler. So, du denkst dir so, boah, geil, eine Maus. Und dann war so LKW oder so bei Autobahn, weißt du? Oder so ein Flugzeug. Ja, oder du wirst halt immer wieder so derbe, ekelhaft zerrottet von irgendwas. Du sitzt so einfach auf einer Mauer, batz, junge Hund oder so eine Dreckskatze.
Und dann einfach immer, oder auch so einfach so exotische Vögel wie Möwen, die werden dann auch immer so richtig, so richtig weggemeuchelt, Alter. So einfach am Strand einfach von so einem Mordmöwe. Ja, Meuchelmöwe. Mann, ey, so eine richtige, so eine, bist so eine Laura-Möwe auch noch, Alter. Die dann einfach so, du liegst am Strand, denkst dir nicht, aber kommt so eine Robbe einfach angerollt und dann, fatz, Junge, bist du weggemöwt. Bah. Meuchelmord. Ich glaube, wenn ich mir aussuchen könnte, dass ich in eine gute Familie komme, dann schon als Hund. Stell mir vor, so, du, das Einzige, woran Hunde denken, ist Fressen und Liebe vom Herrchen und Schlafen und dann kriegst du mal Bauchkrauli und keine Ahnung, kannst du auf coole Hundeschule Trainingsstunden mit dem, dein Mensch gehen. Wo warst du heute? Coole Hundeschule war ich. Komm, was machen heute? Was machen heute? Können wir raus? Ha? Ich frag mich, was heute zu essen ist. Und du, das ist raus. Nicht wie bei anderen Tieren, dass du dir dein Essen so selber jagen musst, weil du hast so dein Herrchen, das dir jeden Tag Essen gibt. Muss nicht mehr dafür arbeiten, ist auch nice. Boah, nee, aber ich sag, Hunde leben räudig as fuck. Findest du? Ja, derbe, stell dir mal vor. Ich denke also, mir immer, mein Hund hat es besser als ich. Ja, aber dann ist so, ohne jetzt die Stimmung runterziehen zu wollen, so das ist so 5 bis 8 Jahres Premium und danach gehen so die richtig üblen Krankheiten los und dann hast du immer solche überemotional attacheden Zweibeiner, die dann vor dir stehen und dich mit Tabletten vollpumpen, damit du nochmal 4 Jahre machen darfst. Bist dann so halb felllos, hast überall so Bobbel meistens, bist halb blind und verendest dann so jämmerlich die letzten 2 Jahre deines Lebens, weil irgendein Kind denkt so, nee, aber wenn ich 16 bin und Alkohol trinken darf, muss Bobby noch leben. So, weißt du? Und dann ist so, also wenn ich mir meinen ersten Hund angucke oder so, da graut es mir auch immer vor, Cookies ist auch schon 5. Ich denke mir so, 3 gute Jahre hat er noch und dann wird er 15. So, also das ist so, ich glaube, Haustier glaube ich nicht, nee. Doch schon. Ich würde mir die 8 Jahre gut den Bauch kauen lassen. Geil, Belly Rubs. Nee, irgendwie, also als Mensch ist auch kacke, wenn man es mal so... Ist Licht angegangen. Also wenn man es mal so runterbricht, ist Menschsein ja irgendwie auch kacke. Aber ich glaube, du hast noch so am meisten Sachen, die du einfach machen kannst und die du so entscheiden kannst. Ja. Weißt du? Und hast einfach die, als Baum kannst du zum Beispiel einfach nichts machen. Du bist halt einfach da. Was bestimmt auch chillig ist, weil du so viel mitkriegst. Aber wenn du nichts machen kannst, ne? Ja, genau, wenn du an so einer Autobahn stehst. Sibirien? Anstrengend. Also ja, nicht so kommunikativ da. Denkst du dir so, boah. Ey. Nee. Schwarzwald noch. Übel crowded. Richtig nervig. Bei Wind mal, immer so. Stell mal vor, du hast deinen Nachbarn. Was willst du tun? Ja, kannst nicht mal weg, ey. Weg, ey. Wurzel dich gleich aus. Gib mir endlich den Gnadenstoß, damit ich als Eisstab wiedergeboren werden kann. Mach mich zum Stuhl. Mal 200. Mach mich zum Stefan. Mach mich zum Stiel, ey. Okay. Beende es. Timo war Möwe, ne? Ja. ich komm rum. Gedacht oder so. Und eine Taube. Die Ratten, so, so eine, du noch? So eine Kölner Taube. Ich? Super. Eintagsfliege. Eintagsfliege, richtig. Sehr ja. Voll. Ja. Okay, jetzt kommt bestimmt was sehr kontrovers. Ich bin aber gespannt, was ihr sagt. Was gendert so ihr? Einfach mal was lostreten. Okay, dann die Frage halt nicht. Okay, wow, noch was sind die besten Cornflakes? Nougat-Bits. 100% Nougat-Bits. Ja, 100% Nougat-Bits. Die kannst du trocken essen, die kannst du mit Milch essen, die kannst du nachts essen, die kannst du morgens essen. Die werden auf dem Festival nicht babbelig, wenn die schwitzen im Sommer. Die kannst du 5 Tage, sorry Gerrit, offen stehen lassen und die sind trotzdem knackig. Oder diese Basic Frosties. Nee. Mit oben, also die mit Zucker. Ja, mit Zucker oder ja, die anderen sind Cornflakes. Ach so, ja dann, okay. Frosties sind die mit Zucker. Zucker. Die mit dem Teaser. Mit dem Teaser. Ja. Also ich finde es super schwer, immer wenn ich mir sage, ich hole mir Cornflakes, dann stehe ich 10 Minuten vor diesem Regal und kann mich nicht entscheiden, welche Packung ich nehmen soll. Schoko Crisp oder Nougat Bits, das sind die beiden Regeln, ehrlich gesagt. Smacks ja, wenn man keine gut. Schokolade mag, super Auswahl auf jeden ja, Fall. Ja, aber ist ja auch was anderes als Schokolade, da muss ich jetzt auch nicht immer anstellen. Crunchy Nuts mochte ich früher auch noch gerne, als ich noch Erdnuss esse. Ich mochte auch diese Honey Loops total gerne. Und Cindy Minis. Hm. Aber nicht die originalen, sondern die nachgemachten, weil irgendwie schmecken die mir besser. Zimtiger, ne? Ja. Sind die so. Irgendwie, also manchmal hole ich aber auch, ich weiß, Kellogg's böse Marke, aber... Nee.
Ich habe auch misunderstood, dass Kellogg's Nestle ist und habe das auch aus Versehen in einem Video gesagt. Und die haben mir direkt geschrieben, meinen so, ey, Kollege, wir sind alles, aber nicht Nestle. Oh ja, dann. So, und ich weiß auch nicht, warum das so ein Crossover ist, aber Kellogg's ist nicht Nestle. Immer alle zusammenstehen direkt. Ja, aber Kellogg's ist nicht Nestle. Kellogg's ist bestimmt Monsanto. Naja. Ja, aber Monsanto, die sind ja nett. Habt ihr einen Hasen? Nee, aber ich mag diese Kellogg Special K. Kennt ihr die? Die sind wie so normale Cornflakes, aber irgendwie mehr Vollkorn und irgendwie schmecken die so geil. Oh ja, ich finde auch. Die mag ich richtig gerne mit Nougat Bits. Aber Nougat Bits. Aber besser. Das Problem ist, bei diesen Kellogg Special K denkt man, die wären gesünder, aber sind sie nicht. Das sind Cornflakes. Ja, ja. Also sie sind vollkorniger, deswegen denkt man so, boah, davon kann ich auch noch eine zweite Schüssel essen. Dabei ist da genauso viel Zucker drin in den anderen. Ja, was waren deine? Du hast gerade Smacks gesagt, ne? Ja. Unangenehmer Ladenpartygast, ey. Timo war auf Klo. Hä? Smacks, ja, Smacks und Spargel. Riecht Smacks, man Smacks und Spargel. Die Smacks-Jungs im Sommer, ganz schwierige Leute. Ja. Ganz schwierige Leute. Schreibst du an die Scheibe? Ich weiß auch nicht, was Spargel schreibt. Spa einfach von außen oder Spargel. Spargel. Ja, da freut man sich. Der Mercedes wird nächste Woche Montag zurückgegeben, Nina Heller. Das soll jetzt Spargel sein. Spargel! Gucken wir mal, ob die geputzt haben hier. Geputzt. Okay. Oh, letzte. Oh, Timo. Auch Spargel. Oh, nee. Hast du nicht noch? Achso, nevermind. Ja, letzte Frage von meinen Smalltalk-Fragen. Gibt es eine Sache, bei der ihr jahrelang dachtet, sie wäre erfunden, aber sie ist eigentlich Realität? Und ich kann ein Beispiel nennen, weil ich mir super lang unsicher war, ob es die wirklich gibt oder nicht. Das ist Rentiere. Ich dachte eine ganze Zeit lang, das gehört zu der Weihnachtsmann-Geschichte mit dazu. Und Rentiere gibt es in echt nicht. Bis ich irgendwann gelernt habe, doch, Rentiere gibt es. Chicaragua. Ja, Chicaragua. Boah. Boah. Das Wort chronisch gibt's nicht. Zählt das? Boah, ich überlege auch die ganze Zeit, was gab's denn immer mal, wo ich mir dachte, boah, das muss es geben. Ich habe voll viele Sachen davon. Das sind meistens immer meine Brüder, die deutlich mehr im Leben angekommen sind als ich. Und mir dann immer sagen, hä, das kannst du doch schon lange machen, Alter. Und dann probiere ich immer so Lösungen für sowas zu finden, was es schon einfach so gibt. Weil sowas wie Subway zum Beispiel. So ein Restaurant, wo du dir so belegte Sandwiches holen kannst. I shit you not, ich hatte so lange die Idee als Kind, so ein Stullenrestaurant aufzumachen. Und dann bin ich mal ein Stullenrestaurant. Und dann bin ich mal, und ich wollte es die Stulle nennen. Oh. So, und da kannst du überall belegte Brötchen von Muttis, so Oma-Brötchen, weißt du, so mit so geilem Brot. Aber ja. Und dann kam irgendjemand mal in der Schulzeit meinte so, Digga, kennst du Subway, du Vollidiot? Und dann, keine Ahnung, gab es erstmal so ein Nussbrötchen. Ich glaube, es ist tatsächlich Subway. Ich glaube, das ist, was mir am ehesten einfällt. Es gibt so viele davon. Digga, ich bin so dumm auch oft. Ne? Ich google dann auch. Ich habe so alles in der Hosentasche. Und ich denke mir immer so, nee, das muss ich jetzt nochmal neu erfinden. Das funktioniert so nicht. Ich dachte früher als Kind, ich hätte auch voll die bahnbrechende Idee. Also meine Mama, die hatte ein Auto, da hat der Blinker geklemmt. Deswegen hat die den Blinker mal so händig wieder hochgemacht, sodass der aufhört. Hm. Und dann meinte ich zu ihr, boah, Mama, wir werden reich. Ich erfinde einfach einen Blinker, der ausgeht, wenn man um die Kurve gefahren ist. Und sie war so, ja, leider gibt's das schon. Ich überlege gerade die ganze Zeit, mir fällt jetzt ad hoc irgendwie gar nichts ein. Mir fällt bei dir wüsste ich, glaube ich, irgendwas klingelt da bei mir. Ja, bei mir auch, aber... Smellema zum Beispiel. Ja, Smellema habe ich auch dran gedacht, aber Smellema war meine Idee. Ja, das stimmt. Also ein Kino, in dem man was riechen kann, ja. Nina hat es erfunden, aber jeder gestern? Freizeitpark vor 20 Jahren auch schon. Nein, das war... eine Neuheit. Ja. Das war meine Cousine, meine alte Cousine, Regina Heller. Regina! Regina Heller, die Erfinderin des Smellema. Smellema. Ich würde da hingehen. Mir hat das gestern gut gefallen. Du warst in einem Smellema gestern. Ja, mir hat das gut gefallen, meine eigene Idee. Aber schön auch, mal umgesetzt zu sehen. Schön ja, mal umgesetzt toll, tolle zu Idee, sehen, ich könnte es natürlich viel besser machen. Aber schön mal umgesetzt zu sehen. Wir waren im Restaurant, ne? Da war nur eine Leinwand. Ob das schon als Smellema zählt? Nee, aber vom Prinzip her wäre es das. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ich saß neben dir und die Äuglein waren noch nie so Ben Davis-Eismäßig. Danke. Glubschig, saß sie neben mir. Ich guck rüber. Smellema, riechst du wohl?
wirklich durch den Raum. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los, ey? Das ist wieder wie so eine Wahnsinn. Das war bei allen anderen Attraktionen im Europapark heute so. Ja, die haben da irgendwie ein Ding Beefy. Mit. Ja, Beefy. Du saßt immer neben mir. Das war das überschneidende Element, wo ich mal kurz sagen kann, mir schon Sorgen gemacht um mich, ey. Riecht nach Beefy, ne? Ich komme nicht von dir, der Beefy-Geruch war Teil der Attraktion, nach gut. Ja, Beefy gut. Miam, miam, miam. Nach Karazza. Nach Karazza, Junge, ey. Ja, was ist bei euch? Timo. Ich habe ja schon gesagt. Was für Schafe. Die fällt nichts ein, nicht mal als Kind, wo du dachtest, das gäbe es nicht. Nö. Andersherum gab es was, wo du dachtest, es gibt es und es ist erfunden gewesen. Traurig. Also wirklich, ad hoc fällt mir so gar nichts ein. Krass. Bestimmt, wenn ich jetzt so 5 Stunden drüber nachdenke. Ja, wir sind ja da gleich noch ein bisschen unterwegs. Vielleicht gibt es nachher gleich noch einen Nachtrag. Zur nächsten Raststätte gleich noch. Boah, was mich geflasht hat damals war, aber als ich rausgefunden, weil ich dachte immer, Zeit ist sowas, was existiert, aber das ist ja eigentlich auch nur eine Erfindung. Und irgendjemand hat man einfach angefangen, das irgendwie einzukategorisieren und zu rechnen. Und als mir dann bewusst geworden ist, dass Zeit gar nicht so eine Sache ist, die einfach da ist, sondern dass jemand das einfach erfunden hat. Das war ein kurzer Brainfuck für mich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, und auch, dass Leute sich dann so mal darauf geeinigt haben, irgendwann zu sagen, 3, 2, 1, höchstwahrscheinlich dann nicht. Dann haben die Ratschleim-Schalosch gesagt oder so, sind Löffel vom Fernseher gefallen. Aber es ist, aber dann, ne, dann ging's dann los. Überleg mal, stell dir mal vor, wie viele Menschen gleichzeitig klatschen mussten oder irgendein Zeichen zeitgleich machen mussten, damit jeder die Zeitrechnung dann hat. Ja, ist ja heute draufgeschissen, Idioten. Ja, kann weiß, man sich auch mal einigen, ne? Wie viel, welches Jahr ist überhaupt? 14 Uhr ist halt dunkel in Amerika, nicht. Idioten. Also. Nee, aber okay, wow, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das stört mich jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr, als ich dachte. Aber krasses Happening. Meint ihr, wenn so Selfies gegangen wären, dann hätten Leute so Selfies gemacht, so jetzt Zeit. Klar, safe. Und dann gab es dann noch die Leute drumherum, die dann so Arbeit erfunden haben, gesagt haben, nö, 8 Stunden schon. Mhm. Ist schon 8 Stunden. Mhm. Wusstet ihr eigentlich, und das könnte auch eine so weirde TikTok vollkommen Fehlinformation sein, aber ich verbreite sie so selbstbewusst, als wäre es sowas Echtes wie so mein ganzes Leben, dass Arbeiten und feste Arbeitstage eigentlich erfunden worden sind, um andere Regierungssysteme zu destabilisieren, weil sich die Leute darüber kaputt machen? Weil, also das ist ja das komplett hirnrissige System. Normalerweise ist ja, jemand baut was zu essen an und dann tauscht man. Weswegen mein kleiner Bruder auch immer sagt, so das Beste und die optimierteste Gesellschaft, die es jemals gab, war Mittelalter plus Penicillin. Das wäre der Nonplusultra. Das ist Nonplusultra-Ding. So, du kannst das gut, dann mach das und du kannst dich halt ausprobieren. Deine Familie macht das seit Ewigkeiten, so, ne, bla bla bla. Und alle sind eigentlich irgendwie fein miteinander. Keiner hat irgendwas, was er mehr will, weil jeder hat so fast alles, ne? Also, ne? Außer einen Löffel, das hatten nur die wohlhabenden richtig, Familien. Richtig, die dreckigen, fetten Schweine. aber kleine Pimmel sieht man ja immer in den Statuen. So. nee, und dann wurde das angeblich eingeführt, damit man eigentlich normale Regierungssysteme destabilisiert, weil die Leute sich da so dran kaputt machen, weil du voll oft in Sachen gezwungen wirst und dich halt systematisch mit oftmals, also zum sehr großen Anteil, Aufgaben quälst, die dir selber keinen Spaß machen, die du aber machen musst, weil du sonst nicht mehr überleben kannst. Und dich deswegen an was abrackerst oder an so Systemen abrackerst, die unlösbar, unerklimmbar und sonst was sind. So, das ist ja eigentlich der Grundgedanke von so Arbeit, wie wir es heute eigentlich verrichten. Dass jemand wirklich das macht, was er gerne macht oder einen außergewöhnlichen Job hat, ist ja schon eine absolute Seltenheit. Heute durchs Internet ist schon wieder ein bisschen mehr dieses, jeder kann irgendwie was machen und das kann funktionieren. Also es ist wieder ein bisschen mehr back to the basics, aber selbst da gibt es ja jetzt schon Regeln und sonst irgendwie was wer eben machen kann. Außer auf Telegram natürlich. Ja, genau. Früher war alles besser, ne? Auch die Pest, die war kacke, aber ja. Penicillin. Mittelalter plus Penicillin, Ding wird gerockt werden, sag ich dir. Oh wenn da hinten ein Kollege auf der Burg sitzt, würde man sagen, jo, überleg oder mal. Am neuen Weino, Alter, wir haben Weinberg, ab dafür. Welches Jahr hätten wir dann jetzt? Nicht 2023. Ja, und auch nicht 19 Uhr gerade. Nee, scheinbar nicht. Weil das wäre auch scheißegal. Ja. Ist hell, kommt Wein, egal. Ist ein bisschen dunkel, Full. Wein. Kommst vorbei, wenn du vorbeikommst, Wein. So. Komm halt einfach. Oh nein. Ne? Da sagt man noch Ade und keiner weiß, bis man, du darfst halt man nicht sich wieder sieht. Auf dein bald. Auf bald, Geo. Hat sein Tribal verwischt. Welches Tribal? Oh. Darüber, was? Oh, du hast ein Smoky Eye. Oh.
Gänschen schneller, Maike. Boah, du hast, boah, das tropft, glaube ich, oder? Ist es gerade runtergetropft? Hast du schwitzt? Ist es getropft? Das ist auf jeden Fall ein Klumpen. Ich muss auch ehrlich sagen, das ging wirklich erstaunlich schnell, als du deinen Mike Tyson-Verewigungsmoment bekommen hast. Die Frau hat jahrelang gewartet, irgendjemandem wieder ein Tribal ins Gesicht zu fetzen, ey. Die hatte nur Spaß, ey. Ja. Seit Vegas damals, ey, vor 20 Jahren mit Mike, hat sie keinen Moment mehr gehabt, ey. Hat aber leider Henna-Farbe genommen, der Kollege hat heute noch Probleme. Oh Mist. Naja. Ich hab Glitzer im Auge. Ich merke, nicht, wie es bröselt. Kannst einfach dein Auge gleich mal unter ein Waschbecken halten. Willst du hier noch auf Klo schnell? Nö. Ich mach das noch. Soll ich dir dein Gesicht abschminken? Hast du Abschminktücher dabei? Nö. Ich habe Abschminkkram dabei in meinem Köfferchen. Ein bisschen so von der Raststätte so Tücher holen, die nass machen und dann dein Gesicht reiben, bis es weg ist. Warte, Junge. Ja. Na gut, waren das alle Fragen? Das waren die drei Fragen, ja. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schöne an der nächsten Runde. Raststätte wieder. Wir fahren nämlich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Momentan aber, nur noch mal, um das festzuhalten, Digga, ich habe jetzt einen Google-Suchverlauf, Digga, von Bordellen. Worms, ne? Genau, wir sind am Autohof Aachen. Aachen. Oder wie man hier sagt, Aachen. Wir fahren weiter. Bis gleich. Wir sind in Wonnegau. Wonnegau, der schlimmsten Raststätte Deutschlands anscheinend. Ich habe euch was rausgesucht. Mhm. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt auf Namen verzichten, wenn es um Rezession geht, weil ich will mir keinen Ärger mit irgendwem einhalten, anhalten. Aber hier ist jetzt schon wilde, eher traurige Bewertung, muss ich ehrlich sagen. Also zum Beispiel, einer hat geschrieben, absolute Freier-Verarsche. Sie hat keinen Bock, liegt nur am Handy rum und schaut TikTok, Videos oder telefoniert. Jetzt sind wir wieder beim Puff. Ja klar, ich habe gesagt, was jetzt hier in der Nähe ist. Ja, ne? True. Regen von hier wurde aber auch geantwortet von dem jeweiligen Etablissement. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Sie möchte dir einen Wiedergutmachungsvorschlag machen. No. Bitte ruf uns an. Nett, aber... Ne? Schlechter Service und zu teurer Preis. Ab 60 Euro keine Bemühungen, kein Sternwert. Finger weglassen, spart euch die Kohle. Schon seit Jahren ein regelmäßiger Schon seit Jahren regelmäßiger Kunde und ich wurde noch nie enttäuscht. Es fängt bei den netten Empfangsdamen an und hört bei einem 1A-Service auf. Mhm. Klasse Ladies, super Ambiente, kann ich empfehlen. Ich war heute wieder mal da. Sehr nettes Personal, man fühlt sich dort sehr wohl. Oh, schön. Die Mädels sind alle sehr nett und Versprechen werden gehalten. Oh, Punkt, Punkt, Punkt. Wie weit ist der von hier weg? Mhm. Frag für einen Freund. Wollte Ende Oktober ein Catwoman-Kostüm für Halloween kaufen. Katzenanzüge habe ich hier nicht gefunden. Stattdessen wurde ich von netten Damen empfangen und konnte trotzdem mein Geld anderweitig investieren. Nett. Definitiv eine Empfehlung für Katzenliebhaber. Klasse. Mhm. Tja, also hier in der Ecke. Gut an. Vor Corona der beste Club für hübsche Frauen. Leider auch etwas teuer. Jeder Zusatzservice kostet extra. Daher 2 Sterne Abzug. Anderswo im Preis dabei. Junge. Danke, Tommy Keller, Schmidt, dafür, dass man jetzt nochmal da reinrutschen darf. Wir haben uns überhaupt nicht unterhalten, was jetzt abgeht. Aber wir sind auf dem gruseligsten Rastplatz ever. Also Wonnegau, muss man ganz ehrlich zugeben. Hier sind... Danke, nein. Hier sind um die 2000 Raben. Also der ganze Platz, ich guck mal kurz, wenn ich aufmache. Man hört sie noch leicht im Hintergrund. Der ganze Platz hier kreischt wirklich, also gerade an der Tankstelle vorne. Mhm. Und innen drin Zustände, kein Schwein da, kein Super kann man tanken, aber für den gleichen Preis Super Plus, weil die irgendwelche Pumpprobleme haben an jeder Säule. Super Supreme Plus. Super Supreme Plus, Grüße gehen raus an Esso. Aber ganz merkwürdige Nummer hier, muss ich sagen. Also irgendwie sehr... Ja, hier lädt alles zum Verenden ein, auf jeden Fall. Ja, die Raben warten schon. Es tut mir auch leid, dass ich wieder für Regen gesorgt habe. Ja, wir haben schon gesagt, ey, fucking, du bist der Teufelsbotenöffner, Alter. Wenn du mal einen Dreizack auf dem Boden haust, haben wir schon gewundert mit deinem Mike Tyson-Tattoo da jetzt in der Fresse. Weil Glitzermaul, ob sie noch die Pforte der Hölle öffnen, ey. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin ein apokalyptischer Reiter. Apache 22 Apokalypse. Apache 97, ja. Apache Apokalypse ist das neue Album. Ja, wir dachten uns, ich probiere sie jetzt einfach damit zu überfordern. Wir machen mal eine spontane Hass mit Heller. Boah, ja. Ne? Gibt ja ein paar Sachen, die immer mal so sich anstauen. Ja,
Ja, die Liste ist lang, aber akut nervt mich nur eins und das ist der Wohnungsmarkt in Köln. Once again. Oh. Warte, warte, bevor du loslegst. Was mit Hella? Intro. Hass mit Hella. Wow. Es kam nah an Düs ran. Ja, Düs auch lange nicht mehr dabei gewesen. Tut es leid, wir sind echt viel zu viel unterwegs momentan. Deswegen ist es echt ein bisschen komplex gerade. Und im Umzug. Ja, leider ja. Speaking of, Wohnungsmarkt in Köln ist eine absolute Vollkatastrophe und es macht mich wütend, jetzt seit Wochen schon. Ist ja kein Geheimnis, einige von uns sind mit nach Gladbach umgezogen oder ziehen mit nach Gladbach um, jetzt in den kommenden Wochen. Und ich meine, jetzt kann ich eigentlich auch droppen, ist eigentlich auch egal. Aber meine Wohnung ist frei geworden im Kölner Norden. Und normalerweise, also ich bin in den letzten Jahren sehr oft umgezogen, sehr oft, ich glaube 6 Mal in den letzten 3 Jahren, aus diversen Gründen. Und ich habe noch nie so heftige Probleme damit gehabt, eine Wohnung wegzubekommen wie diese. Die ist einfach wirklich verflucht. Es ist eigentlich echt eine super, super schöne Wohnung. Es ist eine Altbauwohnung, die ist schön geschnitten, die ist halt klein, aber für so einen alleine eigentlich perfekt. Die hat eine separate Küche, die ist echt in einem guten Viertel, da gibt es viel, was man unternehmen kann. Es ist auch nicht ab vom Schuss, ist glaube ich mit der Bahn, keine Ahnung, 10 Minuten bis in die Innenstadt oder so. Wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt, 3 Stationen oder so bis ins belgische Viertel. Also es ist absolut eigentlich ein Glück, da in der Wohnung überhaupt, da in der Nähe überhaupt eine Wohnung zu finden. Und ich kriege diese Wohnung zum Verrecken nicht weg. Kontext? Kontext ist, dass der Hausbesitzer gewechselt hat. Also das Haus, in dem meine Wohnung gewesen ist, ist verkauft worden vor einem Monat und die neuen Besitzer haben demnach den Mietpreis angehoben. Also ich habe für, 39 Quadratmeter habe ich warm gezahlt, 730, was auch echt schon ein Happen ist, aber für Köln jetzt eigentlich auch nicht mehr unnormal, wenn man mal ehrlich ist. Es ist ein normaler Mietpreis, auch wenn es weh tut. Und die neuen Hauseigentümer haben den Mietpreis von 16 Euro pro Quadratmeter auf 20 Euro pro Quadratmeter angehoben. Demnach kostet die Wohnung jetzt 890 Euro warm. Also sagen wir einfach mal, es sind 900 Euro, was ein Batzen Geld ist für eine Einzimmer 39 Quadratmeter Wohnung, sind wir mal ehrlich. Und da kann die noch so schön sein, das ist ein Preis, den ich persönlich dafür auch nicht zahlen wollen würde. Aber ja, die Wohnung muss weg und sie geht einfach nicht weg und das macht mich wahnsinnig wütend, weil andauernd Leute sich melden, die Wohnung angucken und dann zusagen und dann doch wieder abspringen. Viele Leute kommen vorbei und ich bin immer relativ offen. Jeder kriegt von mir Bilder vorher, jeder bekommt alle Infos. Ich spiele da komplett mit offenen Karten und habe dann letzten Endes doch wieder Leute auf dem Sofa sitzen, die dann sagen, das ist aber das ist teuer, ne? Was ich auch absurd finde, teuer. Weil du bist ja nur die Vormieterin, nicht die Eigentümerin. Ich mach die Preise nicht, Bro, und ich würde die auch, glaube ich, nicht so hoch ansetzen. Aber es nervt und es macht mich wahnsinnig wütend, dass Leute zusagen und dann wieder absagen oder sich gar nicht zurückmelden oder, keine Ahnung, es ist ein Volldrama. Aber ich kann leider mich gerade nicht so doll aufregen, wie ich es die letzten Tage und Wochen getan habe, weil die Wut darüber ist schon verteilt. Ist in Frust schon umgewandelt, ja, so voll gefühlt. Also voll. Wir probieren ja auch irgendwie, egal wo es geht, zu supporten. Ich habe jetzt auch schon 2 Stories gemacht, da sind dann auch immer wieder Leute dabei. Aber ich muss sagen, ich bin auch maßlos fasziniert bei sowohl Timo bei dir als auch bei Annika. Hat es ja relativ zügig funktioniert, obwohl die ja auch schon widerliche Preise haben. Also Timo ist ja noch mal teurer als du. Also halt bei mir steht auch noch nichts hundertprozentig fest. Ich habe von meinem Hausverwalter noch gar nichts gehört. Ich weiß Wahnsinn. Halt nur, dass der mich eventuell einen Monat länger zahlen lässt, weil sich da halt jemand früher gemeldet hat als jemand, der halt sofort da reingehen könnte und ich dann halt nicht mehr zahlen müsste, wenn ich halt nicht mehr in der Wohnung bin. Ich müsste halt für 3 Monate doppelt Miete zahlen, was halt ein Haufen an Geld ist, wenn ich nicht jemanden finde, der gerne diese Wohnung übernehmen möchte. Und ich hätte, weil wie gesagt, der Wohnungsmarkt ist super knapp. Gefühlt 1000 Leute suchen gleichzeitig eine Wohnung. Man sieht irgendwie jeden Tag auf Instagram Wohnung gesucht, Zimmer gesucht, bla bla bla. Und ich kriege diese Wohnung zum Verrecken nicht weg, weil ich glaube, sie ist halt einfach zu teuer für die meisten Leute. Ja, ist jetzt nicht so ein Glauben, ist schon ein Wissen, ne? Also hast du schon mal die neuen Mietverträge gesehen? Da gibt es ja bestimmt auch eine prozentuale Miet. Ich habe keinen Entwurf gekriegt. Weil normalerweise in Köln ist es so, dass jedes Jahr die Miete auch um Prozentsatz, also meistens um den normalen Prozentsatz, der auch von der Stadt festgelegt ist, halt ansteigt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele Leute nicht nur von der jetzigen Miete dann abgeschreckt sind für die Größe der Wohnung,
sondern die ja immer noch relativierbar wäre für die krasse Lage und dass da eben alles teurer wird und dass das jetzt von einem Eigentümer, dem das so gehört hat und der war halt der Eigentümer, auf halt so einen Großunternehmer, der das alles managen lässt von der Hausverwaltung, der auch mehrere Immobilien hat. Also das ist klar, das passiert in Köln zuhauf, dass diese alten Häuser irgendwie aufgekauft werden und dann alles so durch die Decke schießt. So. Aber ich glaube halt auch, dass dann immer noch, weil die regelmäßig Miete erhöhen, und du hattest das ja auch drin, ne? Du hattest ja auch irgendwie... Ich hatte, also bei meinem alten Vermieter und Hauseigentümer hatte ich eine Staffelmiete. Da habe ich pro Jahr, keine Ahnung, einen bestimmten Anteil mehr gezahlt, aber... Da war ja auch schon nicht wenig, ne? Es war nicht wenig auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel so es gewesen war. Irgendwie so 100 Euro oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es war auf jeden Fall auch eine Menge, die draufgekommen ist. Ich weiß, also wie gesagt, ich habe noch keinen neuen Mietvertrag gesehen, aber die neuen Eigentümer haben mir versichert, dass keine Staffelmiete ist. Und wahrscheinlich die nächsten 2 Jahre die Miete auch erstmal so bleibt, weil der Mietvertrag ist ja befristet auf 2 Jahre. Ja, genau. Und man muss auch wissen, trotzdem hieße das danach, wenn man jetzt irgendwie in Köln ist und da anfängt zu arbeiten, ich war jetzt ja auch 8 Jahre da, so, dann machst du ja schon so ein bisschen was mit. Und wenn du dann aber reingehst und hörst, so, ja, nach 2 Jahren könnte doch nochmal eine Mieterhöhung kommen, du bist halt wirklich nur noch Mühe weg von 1.000 Euro für irgendwie nicht mal 40 Quadratmeter. Ja. Und das ist, glaube ich, auch immer so ein, da muss ich eigentlich wieder umziehen, wenn ich hier reinziehe. Ne? Voll. Und es ist wahnsinnig viel Geld, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. So. Aber, also so leid es mir tut, das ist für Köln mittlerweile leider echt einfach der Normalpreis. Also ich will das gar nicht irgendwie versuchen zu rechtfertigen. Mich macht selber irgendwie sickig, weil ich mir so denke, du gehst so viel arbeiten, ne? Und das meiste von deinem Gehalt geht halt einfach für die, ich werde wütend, ich kann nicht stottern jetzt schon. Das meiste von deinem Gehalt geht dann einfach für die Miete drauf, also für ein Dach über dem Kopf und das ist so... Sollte so nicht sein. Sollte eigentlich so nicht sein. Man sollte eigentlich was haben von dem Geld, was man verdient und weißt du, man steckt so viel Zeit und Energie da rein und dann letzten Endes nur, in Anführungszeichen, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Da kommt ja dann noch Internet, bla bla bla, alles weitere dazu. Ja, du bist ja schon bei 1.000 Euro. Also dann bist du safe bei 1.000 Euro, wenn du GZ und Internet und Strom noch mit drauf rechnest, dann bist du bei 1.000 Euro. Ja, niemand. Aber dankeschön für das Funkgeld. Allein schon Essen. Ja, es macht mich sehr wütend. Ja, ich Annika bin ein bisschen am Verzweifeln. Immer, Annika hat das immer sehr gut gesagt. Du hast, das habe ich schon sehr oft zitiert, den Satz mal gesagt, es ist schön in Köln zu wohnen, scheiße, wenn man sich Köln nicht leisten kann. Ja. Und so geht es halt irgendwie gefühlt jedem, der da rumläuft, aber keiner zeigt es den anderen, aber alle sind eigentlich in der gleichen miserablen Lage. Ja, also bei mir war ja auch eine Mieterhöhung damals rechtfertigt durch die ansteigenden Gaspreise, wurde meine Nebenkosten auf das Doppelte hochgemacht. Was meine Miete auch fast um 200 Euro erhöht hat. Und das hat er die mir mal gesenkt eigentlich wieder? Also bis ich ausgezogen bin, nicht. Nee. Und das hat mir halt ziemlich den Boden unter den Füßen weggenommen, weil für eine Studentin ist 200 Euro alles, was ich an Essensgeld in dem Monat habe. Und dann habe ich halt angefangen, nur noch auf der Arbeit zu essen und halt so gut es geht zu sparen und das dann irgendwie hinzukriegen, aber das ist halt, es ist halt übel krass und ich habe halt nicht mal einen schlechten Job, so hätte ich jetzt 450 Euro Minijob, wo man manchmal nicht seine Stunden voll kriegt, hätte ich das ja vergessen können. So, ich habe einen festen Werkstudentenjob, das hat nicht mal jeder. Und da verdienst du auch passabel, würde ich mal fest behaupten, ich wenn ich mir das so bei anderen Werkstudenten mitkriege. Ja. Genau, und deswegen, ich weiß nicht, ich habe in einem Haus gewohnt, das größtenteils Studentenwohnungen hatte. Also es war kein Studentenwohnheim, aber es waren Wohnungen, die eigentlich nur von Studenten bewohnt wurden. Und ich weiß nicht, wie sich das meine Nachbarn leisten konnten, ob die alle dann für die Zeit Unterstützung von ihrer Familie eventuell bekommen haben oder sonst irgendwas. Aber also das hat ja auch nicht jeder. Das ist halt sad auch irgendwie, ne? Weil es bleibt ja nicht bei der Wohnung. In Köln ist ja gefühlt alles teuer. Also wenn du mal einen Kaffee mit einer Hafermilch haben willst, bist du 7 Euro los, ne? Das ist ja, also, keine Ahnung, das ist halt schon irgendwie traurig, dass man, obwohl man einen guten Job hat und ein gutes Gehalt bekommt und eigentlich alles fein ist, weißt du, und man nicht hängt und man so richtig viel tut für seinen Lebensunterhalt, dass es trotzdem dann so ist, dass du gerade irgendwie so durchkommst und das ist irgendwie, das ist eine beschissene Lage in Köln, kann man mal ganz ehrlich sagen, wie es ist. Ich frage mich auch, ob jemals da irgendwie so ein Mietdeckel kommt, so wie das in Berlin mal war, obwohl der ist doch auch aufgelöst worden dann für eine gewisse Zeit. Relativ schnell, ja. Ja.
Ja, das wäre mal angebracht, weil ich frage mich halt, also es wird ja auch nicht günstiger alles. Nee, man merkt ja schon, wer zahlt. Also bei dir, das gute Beispiel, echt nicht so viele. Wo man ja jetzt mal sagen muss, also ich glaube, ich begleite den Prozess ja dann auch und probiere allen so gut es geht zu helfen. Bei Nina bin ich auch jetzt seit Anfang an mit involviert. Ja. Werdet ihr vielleicht gesehen haben, wenn ihr mir auf Instagram folgt, da habe ich auch schon ihre Story jetzt auch zum zweiten Mal gerade repostet, dass es nochmal mehrere 10.000 Leute gesehen haben. Beim ersten Mal kam ein bisschen was rum, jetzt beim zweiten Mal ist es auch nochmal irgendwie ein bisschen zumindest was rumgekommen, aber wirklich auch nicht mehr als eine Handvoll, muss man sagen, weil halt die Leute natürlich vom Preis massiv abgeschreckt sind. Ja, voll. Heißt aber nicht natürlich, wenn ihr jetzt sagt, so ja, komm drauf, ich schissen, ich mache Stock Trading, Trading. Ich brauche eh nur ein Wohnzimmer und einen Wasseranschluss und fühle mich wohl, dass ihr nicht Nina auch mal in die DMs sliden könnt. Ne? Hey.nino ist es auf Instagram. Genau. Falls da euch irgendwer in den Kopf kommt, egal was, weil, also transparenter Podcast, wir nehmen jetzt einen Tag vor Veröffentlichung auf. Dementsprechend, es ist immer noch jetzt ein aktuelles Thema, wenn ihr gerade zuhört und ihr kennt jemanden, sei es auch ein Paar zum Beispiel, weil das kann sich das dann besser teilen, wenn die jetzt nicht ein Problem haben, in einem Zimmer sozusagen aufeinander zu hängen. Da gibt es ja Leute, die können das gut. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin. Ich glaube, die neuen Hauseigentümer wollten keine Paare in den Wohnungen haben. Aber man kann es ja mal probieren wenigstens. Ja. Falls euch jemand einfällt, leitet das doch gerne mal weiter. Story von mir ist, glaube ich, nicht mehr online jetzt. Aber wie gesagt, einfach auf Instagram mal Nina anhauen. Und auch bitte nur, wenn ihr es dann wirklich zahlen könnt. Weil dieses leidige, ich gebe dann Nina meistens frei. Oder sie organisiert es irgendwie so, dass sie halt auch irgendwie vor Ort sein kann oder irgendwer, den sie kennt, vor Ort sein kann. Ja. Und es ist immer wieder das Gleiche jetzt, wirklich seit über einem Monat, dass dann am Ende wieder so eine geknickte Nina reinkommt und sagt so, ja, dem ist dann doch aufgefallen oder der, dass es doch zu teuer ist. Ja, oder das Einzimmer doch zu wenig ist. Preis kennst du doch, Größe kennst du doch. Genau, du weißt alles vorher, kriegst alles zugeschickt, ein Grundriss, leck mir am Arsch was und redest dann auch direkt mit der Hausverwaltung, kriegst von denen direkt einen neuen Mietvertrag, bevor du überhaupt in die Wohnung gegangen bist. Das heißt, du kannst alles lesen und wenn dir dann immer noch wieder auffällt, dass es dir doch zu teuer ist, dann erspar doch allen Leuten diesen Zeit verdammten Prozess. Und Geld und Ärger. Aber ich habe dann noch eine Frage. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich habe mal gehört, gucken, dass ich nicht an das Mikrofon komme. Ich habe mal gehört, dass wenn du halt einen Nachmieter irgendwie besorgt hast, quasi, der das potenziell halt haben wollte oder sowas, dann ist deine Schuldigkeit getan. Ob der das nachher nimmt oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Aber wenn du deine Schuldigkeit getan hast, dass du zum Beispiel, aber du hast ja jetzt, keine Ahnung, so 10 Leute da. Nachmieter habe ich jetzt schon gestellt. Ich glaube, du wärst dann eigentlich schon so, da waren halt Leute und danach ist deine Schuldigkeit. Das hast du ja noch nicht mal erzählt. Ja, das Dreisteste, Das Dreisteste ist, ich habe über einen Bekannten einen Interessenten vermittelt bekommen. Ich habe über Revi einen Interessenten für die Wohnung vermittelt bekommen, der auch relativ interessiert war, sich bei mir dann nicht mehr zurückgemeldet hatte auf die letzte Frage, aber wohl in Kontakt direkt mit dem neuen Eigentümer stand, weil ich die direkt per Mail connected hatte, damit ich mich da so früh wie es geht rausziehen kann aus der ganzen Nummer. Hatte dann da aber nichts mehr gehört und die neue Hausverwaltung hat mir letztens am Telefon dann gesagt, ach übrigens, Frau Heller, danke fürs Vermitteln von dem Herrn XY. Dem konnte ich jetzt eine größere Wohnung in der Kölner Südstadt vermitteln, wo ich mir auch dachte, du hast mir einfach gerade meinen Nachmieter weggesnatcht. Ja, das ist jetzt auch halt einfach so ein Ding, da kann man bestimmt dann immer Sachen machen, aber man hat ja auch keinen Bock auf einen Rechtsstreit, sondern wird einfach mit seinem Leben so ein bisschen fortfahren und nicht jetzt mit Ende 20 dann in irgendeinem jahrelangen Rechtsstreit wegen irgendeiner Banalität, wo es dann am Ende dann auch um, keine Ahnung, 1.000 Euro geht oder so, nur hängen. Aber es ist halt wirklich an Dreistigkeit nicht mehr zu übermitteln und auch kein Entgegenkommen, sowas wie, dann lassen wir sie jetzt einfach früher raus und inserieren selber und machen es alleine, weil die sehen ja den Struggle und haben dann einfach keinen Bock, nicht früher raus, weil in der Situation ist Nina auch nur, weil der Voreigentümer von dem Haus hat ihm mündlich zugesagt, dass sie raus kann und hat niemanden im Haus informiert. Nicht rechtzeitig weitergeleitet. Genau, dass das Haus verkauft wurde und zu dem Monat, wo Nina raus durfte, nach mündlicher Vereinbarung, immer doof, haben wir jetzt auch nochmal gelernt, dass man, wenn man nichts schriftlich hat, aber habe ich dir auch am Anfang gesagt, lass es dir irgendwie geben. Ich habe darauf gewartet, dass sie nicht zurückgemeldet. Ja, genau. Und dann hat der Kollege sich nie wieder gemeldet, kurz vor dem 1.5., wo das dann anstand für ihn. 1.4. Wo das dann anstand für ihn.
Und ja, seitdem ist halt dann... Pain in meinem Arschloch, ja. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Vollkommene Krise, einfach die Leute nicht informiert. Ja. Irgendwie erst 14 Tage später Brief im Briefkasten gehabt mit, jo, wir sind übrigens die neue Hausverwaltung und Eigentümerwechsel. Eine Woche später, anderthalb später. Und die haben dann halt auch gesagt, so, ja, also ist ja nicht unser Problem. Ne? Ja, wir haben jetzt ihre Kündigung dann bekommen, die haben sie dem ja geschickt. Der hat die uns weitergeleitet. Die ist zu spät dann bei uns eingetroffen. Richtig, genau, ja. Und dann ja, geht nichts mehr. Dementsprechend jetzt dann nochmal einen Monat drauf, aber die ist angenommen. Also das heißt, die müssen dann ja eh raus. Obwohl ich eigentlich 3 Kündigungen geschickt habe, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Es gab die mündliche Kündigung, es gab die schriftliche auf postalischem Weg, es gab eine schriftliche, die ich beim Vermieter persönlich vorbeigebracht habe und es gab eine per E-Mail. Alles weit im Voraus. Richtig. Ja. Aber alles egal, weil rechtskräftig ist dann auch nur per Einschreiben und es wurde nicht per Einschreiben verschickt. Das war der nächste Fehler. Ja. Keine schriftlichen Absprachen, nicht per Einschreiben verschickt. Ja. Das sind die wirklichen A's und O's in dem Bürokratienstaat, in dem wir dann leben, weil du ansonsten nicht in der Handhabe hast. Ja, ich habe auch schon geguckt mit allen Leuten, die ich kenne, die flott sind in Immobilien und die haben auch gesagt, ey, ist eine schwierige du, Kiste. Die hat da keine Chance. Einfach jetzt probieren, Nachmieter zu suchen und buckeln, da mehr kannst du nicht machen, aber es ist wirklich ein belastender Prozess. Falls ihr irgendwen kennt, macht's gerne, falls ihr selber gerade nach Köln wollt, macht's gerne. Ich glaube, das ist auch immer eine ganz gute Begründung, warum wir weg wollten, weil diese Thematiken hätten sich innerhalb von Köln ja genau so zugetragen jetzt in den nächsten 2 bis 3 Jahren, weil dann wäre es auch für Nina nicht mehr bezahlbar gewesen. Nee. Also die Kohle wäre dann jetzt so oder so aus dem Fenster geflogen. Ich bin mir auch sicher, dass bei den Bestandsmietern, du hast ja auch eine Freundin neben gleichem Haus wohnt, bei der die Miete noch nicht erhöht worden ist, wo ich ihr auch immer sage, so, die werden kommen. Die werden kommen über Nebenkosten. Scheißegal, was du für einen Vertrag hast, die finden irgendeine Lücke und dann wird es auch für dich unausstehlich teuer in der Nummer werden. Und sobald du dich wehrst, dann bist du ganz schnell raus. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also nochmal, ich freue mich über jeden, der da ausnahmsweise in meine DMs slidet, mit einem ernsthaften Interesse. Nochmal ganz kurz dazu, so, ich weiß von 5000 Leuten, die diese Story gesehen haben, bringen mir Nachrichten nichts, die mir sagen, wie teuer dieser Preis ist und dass da, wo sie wohnen, ja alles so viel günstiger ist. I know, ich weiß, es ist wahnsinnig viel Geld, aber ich mache den Preis nicht. Und es bringt mir nichts und dir nichts und euch nichts, wenn diese Nachrichten bei mir eintreten. Vielleicht habt ihr eine WhatsApp-Gruppe oder sowas mit Freunden oder so und shared das einfach mal ein bisschen so, hey, 39 Quadratmeter, separate Küche, Altbau, Altbau, Kölner Norden, Köln-Nippes, zentral, genau. Für 890 warm. 890 warm, ja. Könnt ihr gerne mal so raushauen. Vielleicht findet sich da irgendjemand, vielleicht auch im Freundeskreis, der nicht hier zuhört oder so. Es würde uns allen helfen und ein bisschen das Nervenkostüm wieder aufbauen. Ja. Was jetzt sowieso eigentlich mit jeder Woche immer wieder ein bisschen besser wird. Ja. Jetzt wird es, also wie gesagt, Mai war abzusehen, dass der sehr rumpelig wird. Ja. Deswegen gibt es auch mitten im Mai für uns bald eine Pause, eine kleine Break. Deswegen ist die nächste Podcast-Folge, die wir aufnehmen, nochmal ein bisschen special-mäßiger auch von unterwegs. Denn momentan ist die sogenannte Horrorwoche, die wir uns in den Mai gelegt haben, einfach nur, um mit allem fertig zu werden. Ihr merkt auch, es kommen keine Shorts. Also wir haben auch schon mega reduziert. Instagram wird nicht befüllt, TikTok wird nicht befüllt und sind überall runtergefahren, um alles, das momentan auch, was jetzt so privat und hinter den Kulissen abgeht, ein bisschen abzufedern. Nichtsdestotrotz kommen wir gerade, wie gesagt, vom Europapark, also hinter Stuttgart, an der französischen Grenze, in Rust ist das ja. Wir fahren jetzt gerade zurück, dann geht es morgen früh nach Berlin, denn da bin ich Laudator, also am Donnerstag, also morgen, könnt ihr es euch auch, wenn ihr es aktuell hört, anhören und anschauen. Da bin ich Laudator auf dem Deutschen Computerspielepreis. Mit einem vorgeschriebenen Text, wie gesagt, und da irgendwie habe ich auch leicht Bammel vor, weil es ist halt so ultra cringe und ich habe keinen Bock mehr gehabt, das zu ändern. Und ich habe halt so, es gibt halt so 2 Varianten für den Abend, das sind nur 45 Sekunden, also ich schiebe mir jetzt nicht die Ultra-Filme, aber entweder werden die Leute verstehen, weil ich es ankündigen werde, dass der Text vorgeschrieben wurde, dass es auf gar keinen Fall von mir ist, weil es ist so derbe ultra cringe. Oder ich kann es nicht richtig vermitteln und dann wird es nur für mich cringe. Also entweder sind wir alle zusammen da drin, haben Spaß. Und das gilt so in 10 Sekunden zu bewerkstelligen, dass ich die Leute so mitnehmen kann. Und das ist natürlich auch dann dem Verlauf des Abends geschuldet. Gibt es einen Laudator, eine Laudatorin, die reinscheißt oder irgendwas, auf was man sich beziehen kann, irgendein Callback machen kann und sowas. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Und muss sagen, da habe ich auch echt ein bisschen Muffensausen vor. Aber auf jeden Fall von Berlin geht es dann weiter. Denn am Freitagmorgen fahren wir dann los, Freitag, Samstag, Sonntag nach Sylt.
Von Sylt geht es dann mitten am Tag 8 Stunden um den Dreh, höchstwahrscheinlich, wenn nicht noch ein bisschen länger, zurück nach Köln. Dann wird nochmal Sonntag auf Montag in Kölle gepennt oder dann in den jeweiligen Wohnungen. Und am Montag habe ich dann nochmal einen Drehtermin. Mit wem darf ich, glaube ich, noch nicht sagen. Und danach habe ich mir einfach Holland eine Woche gebucht und habe ein paar Leute im Büro angestupst und habe gesagt, hey, gebt irgendwas dazu, wann auch immer ihr das habt. Und wir machen alleine, aber gleichzeitig gemeinsam auch einen Urlaub. Weil ich wollte einfach nur noch weg. Also ich habe so einen wirklichen Fluchtinstinkt seit jetzt dann 4-5 Wochen, weil ich einfach gesagt habe, es ist unfassbar, was für ein Bullshit-Overload momentan einem in die Fresse klatscht. Und du kannst einfach unemotional nur sagen jeden Tag, jo, ist jetzt so, müssen wir irgendwie mit klarkommen. Dann erstmal weiter, so dass es irgendwie noch weitergeht. Streams jetzt auch höchstwahrscheinlich einen ganzen Monat nicht und. Also wirklich tausende Sachen, die gerade wegfallen auch. Und es ist natürlich klar, wenn man seine eigene Infrastruktur angreift, ist jetzt nichts, was mich verwundert. Aber ich sag mal, keine Videos machen oder was heißt nicht Videos, keine Shorts machen, nicht richtig auf Social Media posten, weil man sich halt auf andere Sachen konzentriert, ist eine Sache. Aber das, was im privaten Umfeld da drumherum passiert, ist auf wirklich jeder Ebene ausnahmslos, ist halt so tiefgreifend, von Krankenhausbesuchen bis hin zu, keine Ahnung, noch 1000 schlimmen Diagnosen und Arztbesuchen und Bandscheibenvorfälle ist und alles nicht wegen dem Umzug. Also wirklich alles nicht wegen dem Umzug. Das ist halt so das Ding. Das war, und alles on top. Ja, genau. Alles immer jeden Tag aufeinander gestapelt, wo man sagen, so, wo ich absolut machtlos bin. Also ich helfe immer, wo ich kann und tue. Aber bei diesen Sachen waren wir alle ausnahmslos machtlos, dass du nichts machen kannst, außer sitzen und warten. Mhm. Und dann aber so 10 Ebenen gleichzeitig, die alle gleich belastend sind, wo du dir einfach nur denkst, so, da ist so viel Kacke am Dampfen. Mal gucken, was wird. Ja, ja. Du kannst wirklich nicht, was wird, ey. Ja. Was wird, ist echt ein guter Podcast-Titel auch, ey. Was wird einfach nur. Es ist ungeil. So viel kann man festhalten, es ist ungeil. So wie dieser Rastplatz. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten jetzt auch weiter. Full circle moment. Weil ich so ein bisschen Sorge habe, dass wir wirklich noch abgestochen werden, weil das ganze Ding ist jetzt hier wieder voll gedampft. Das ist ein kleiner Horrorfilm, der jetzt hier ist. Ich habe ein bisschen losgeht. Angst, dass wir ersticken. Ersticken? Ja, findest du es nicht so stickig hier? Ich habe das Gefühl. Stickig, ja. Ja, stickig. Regnet wir immer noch. Wir haben hier ein paar Lüftungsschlitze. Sauerstoff für dich. Sauerstoff, ich habe extra nochmal Klima angemacht. Wir flitzen mal weiter, vielleicht gibt es noch einen Stop so oder wir sehen uns im Büro wieder. Wir gehen. Mit vielleicht noch einem spannenden Thema. Vielleicht habe ich dann bis dahin ein komplett schwarzes Gesicht. Ach du Scheiße. Weil ich mir alles verschmiert habe. Ich hoffe, ich habe bald wieder ein cooleres Haus mit heller Thema. Sieht meine Blumen noch schön aus? Wie was? Dann sieht noch schön aus. Dann sieht noch schön aus. Dann sieht auch schön aus. Spielst du uns raus, Johnny, bei Haus mit heller? Oh. Nächstes Mal gibt es wieder was Cooleres. Haus mit heller! Alles klar. Wir fahren weiter. Liebe für die Welt. Ach du Scheiße. So, gemischtes Hack begleitet uns durch die Folge. Weißt du, mein Felix Lobrecht Cold Opener? Ein Bruder ist am Schielen. Ja, er kämpft gegen einen Teil. Oh Mann, ey. Powerful, kleine Empfehlung am Rande. Oh, ich glaube, es könnte knistern. Entschuldigt bitte. Ich habe noch die Brille rum. Oh ja. Kleine Empfehlung am Rande, ey. Schiebt anders Playlist von Spotify. Shoutout geht raus, Jungs und Mädels, ey. Das ist wirklich. Das ist aber gerade für die letzte halbe Stunde ganz anders geschoben, die Nummer. Shoutout geht raus an den Kollegen Longus Mongus, Junge. Und Monk. Wenn du Seko Maracuja den Song googelst, kriegst du Seko Maracuja in der Geil. Flasche direkt, Junge. Geil. Information zum Ereignis, ja, das ist wirklich ein Ereignis. Also, okay, ein Ereignis. Beta. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nächste Raststätte. Raststätte hat zu. Hier ist nix. Ich gebe offen und ehrlich das Wildpinkeln zu gerade. Aber 22.46 Uhr an einem Dienstag. Was zur fucking Hölle ist falsch mit euch? Also ich bin ganz ehrlich, wer macht denn jetzt eine Raststätte zu? Es ergibt gar keinen Sinn. Finde ich frech. Alles schon ziemlich geredet. Sag nochmal einer, ich würde mich nicht an gute Arbeitszeiten halten hier. Mhm. Seit heute Morgen um 9, 22.46 Uhr. Ihr wolltet im Podcast dabei sein, jetzt müsst ihr auch mitleiden. Wie ist es für euch? Supi. Top. 10 von 10. 10 von 10. Die Katze nur noch am Leiden. Oh boy. Ja, was geht auf der Rückbank ab? Wie war eure letzte Dreiviertelstunde? Wir haben Serie geguckt. Was guckt ihr? Die neue Bridgerton-Serie Queen Charlotte, wie die heißt. Und wie ist es so? Sehr gut, aber ich bin auch Bridgerton-Fan. Okay. Was ist Bridgerton? Timo, wie ist es für dich? Du hast es vorher noch nie gesehen. Also ich gebe offen und ehrlich zu, ich habe mich noch nie mit dem englischen Königshaus auseinandergesetzt.
Ist auch eine erfundene Serie, ja, das, ne? Habe ich auch spielt nur im englischen Königreich. Queen Charlotte hat anscheinend Mozart entdeckt. So viel weiß ich. Ich glaube, Longus Mongus hat Mozart entdeckt. Ich glaube, Longus Mongus hat einiges entdeckt im Leben. Mein Bruder, der am Schielen ist in der Ecke. Ey, mal gucken, was er schon alles gefunden hat. Longus Mongus, ey, stärkster Name Deutschlands, sage ich. Ey. Longus Mongus in der Ecke am Schielen. Junge. Ja, heftige Manöver gerade noch mitbekommen, sage ich euch. Habt ihr das gesehen draußen? Mit dem Anhänger-Typen. Ja, nee. Der ist hier zweimal rumgekreist. Hat auch vor der Raststätte gehalten, war sichtlich aggro, dass es zu ist. Mhm. Und hat dann hier irgendwie zwei PKWs drauf gehabt, also einen hinten drauf, einen nochmal in einem langen Hänger. Und ist dann hier ungefähr mit 50 an uns vorbei. Und dann hat der hintere Anhänger ausgeschert, dass er da um die Kurve gekommen ist. Also komplett geisteskrank. Wir standen da nur und dachten uns so, yo, the fuck, Digga. Ja. Moseldrift bei Longus Mongus, ey. Das nächste Meisterwerk. Ei, ei, ei. Wir sind aber gerade am schönsten, meiner Meinung nach, schönsten Rastplatz auf der A61 zumindest. Das ist nämlich der Rastplatz beidseitig mit dem Ausblick auf die Mosel. Auf den XXX. Lutz mit dem super langen Fluss. Ja. Also normalerweise habt ihr hier, also wirklich wirkliche Empfehlung, das ist die einzige Raststätte, die ich jetzt auch in den letzten Jahren, wir sind ja sehr viel unterwegs, kenne, die eine Aussichtsplattform hat, wo du wirklich über das Ahrtal gucken kannst unten. Super, super, super schön. Bin ich immer mal wieder damals, als ich zum Studieren nach Friedrichshafen runter bin, angehalten. Einfach nur, um da irgendwie einen vernünftigen Zwischenstopp zu machen. Wenn man so 200 Kilometer runter, kann da sich nochmal was reinfetzen, wenn man früh oder spät losgefahren ist, um dann einfach so ein bisschen klar zu kommen. So, dann hat man nochmal ein bisschen Kraft und Power getankt. Also ist mit einer meiner Favorite Spots. Sehr gut. Ich hätte auch gern Kraft und Power getankt, aber die haben ja zu. Naja. Naja, Arschlöcher. Ja. 22 Uhr ist, ich habe Schicht im Schacht, weil Sicht auf Ahrtal gibt es auch nicht mehr. Regnet immer noch, ja, muss man sagen. Also ups, Timos, sorry. Timos Regengott-Geschichte geht nahtlos weiter. Timo sagt an Regen und es komme Regen, Alter. Der Herrgott befehle, der Herrgott deliver. Gott gibt und Gott nimmt. Gott gibt und Gott nimmt. Es ist wirklich, wirklich der absolute Hammer. Habt ihr so Favorite Raststätten, wo ihr sagt, oder das muss eine Raststätte haben, um eine gute zu sein? Wir haben das Thema immer mal wieder, wenn wir unterwegs sind. Aber weil bei mir ist es schon so, das Drumherum, muss ich sagen. Also gerade hier, ich würde, wenn ich keinen Bock hätte anzuhalten, immer hier anhalten, um also tagsüber, um so nochmal hier auf der Aussichtsplattform zu chillen. Also du brauchst Ambiente? Ja, ein bisschen, ja. Okay. Also nicht das Ambiente, was ich gerade eben in der Toilette der letzten Raststätte, habe ich gar nicht erzählt, ne? Da war der Klo verstopft und das war schon so angesammelt und ich habe noch einmal spülen lassen, weil ich sag mal, es war Inseln. Es wurden Inseln produziert. Ein Floaty. Kleine, ja, nicht nur einer, war ein 20er Floaty, der Aufenthalt gefeiert hat da. Aber ich sag mal, ich wollte da nochmal kurz zwischenspülen, habe dann gemerkt, das Ding ist immer höher gelaufen und bin dann ganz schnell aus dieser Kabine raus und war wirklich so ein falscher Handgriff. Aber ich war im Panikmodus, ich hatte nur richtige Handgriffe und dann bin ich perfekt aus dieser Kabine entflohen, während, Eurasien gerade noch mal sich gesplittet hat. Ja, Plattentektonik auf dem Klo, Plattentektonik und gerade einen neuen Kontinent ins Leben gerufen, ey. Von der Raststätte Rabe, ey. Raststätte Rabe hat gerade noch mal eine neue Plattentektonik gefunden, ey. Wer weiß noch, Dick Arschloch. Dick Arschloch ist über unsere Köpfe geflogen, ey. Und Eurasien hat sich noch mal abgespaltet in 20 Teile, ey. Wir waren gerade auf Australien. Ja. Wow, Weltenbummler. Junge, Weltenbummler. Ich habe sie gesehen, die Inseln. Ich habe sie neu, Seychellen. Deutsche Seychellen. Er hat sie gegründet. Bei Sanifair. Sehr groß Sanifair. Deutsche Seychellen sind gegründet worden in der Mitte von Deutschland. Nächste Mallorca. Also, ihr müsst nicht fliegen, Leute. Urlaub ist genau hier. Urlaub ist hier, riecht ihn nicht. Es ist voll dramatisch. Aber würde mich mal interessieren, falls ihr dazu mal so ein bisschen Feedback habt da draußen, was für euch eine gute Raststätte ausmacht. Also wir haben ja schon mal ein paar Sachen zusammengefasst, die definitiv fehlen. Um abermals auf Gemischtes Hack zu verweisen, es tut mir leid, es nimmt heute ein bisschen Überhand. Letzte Folge, vorletzte Folge, je nachdem, wann ihr dann zuhört. Großes Thema Raststätten gewesen, weil Olle Lobrecht tourt gerade Schweiz und er hat dann nochmal gesagt, wie viel geiler Schweizer Raststätten sind.
Weil du halt kein gesundes Essen auch auf Raststätten kriegst. Und da haben die halt so richtig Buffet, Salate, boah, Leute, die dir halt so frisches Essen machen. Du kannst gratis schiffen gehen, wer hätte es gedacht. Ich glaube, wir haben jedes Jahr so einen Piss-Counter von ungefähr 200-300 Euro oder so, mehr. Die wir nur, also ja, kollektiv auf jeden Fall mehr. Also vielleicht an die 500 Euro, die wir latzen, nur um auf Klo gehen zu dürfen. Kriegst halt wieder den Euro, aber... So viel Buenos kann man gar nicht vertilgen. Nee, und darfst auch immer nur eins pro Kauf. Ich habe letztens mal draufgelegt, also zwei Stück noch in der Hosentasche. Same. Habe ich so draufgelegt, mal ja eins pro Kauf. Dann habe ich so das Getränk weggenommen und habe den so angeguckt und meinte so, ja, aber du kaufst ja jetzt so einen. Dann meinte ich so, ja, und am Ende wird es dir vom Gehalt abgezogen oder was, Digga. So, also bei aller Liebe, dann mach doch das den Euro weg und das den Euro weg. Ja. Drauf geschissen ist deren System, musst du doch nicht verwalten, oder? Also, ja, tut mir leid, also wo kannst du es denn nachvollziehen? Da guckt doch keiner die Videoaufnahmen durch und sagt dann so, oh, da haben wir zwei Einkäufe direkt hintereinander gemacht, als wäre die Tankstelle nicht besucht. So. Manche machen das, aber gestern auf der Hinfahrt ist mir das auch passiert. Da wollte ich auch für mein Wässerchen... Deine 7,50 Euro Wasser, die du inzwischen bezahlen darfst? Ja, habe ich auch zwei Bons hingelegt und hat er gesagt, ah, ich darf nur noch einen abrechnen. Hast du gesagt, ja gut, dann hier noch ein Bueno und dann machen wir einen Euro da drauf. Dann haben wir es wenigstens irgendwie verrechnet dafür, dass hier irgendjemand auf Klo war. Die Dinger liegen auch überall rum. Du hast immer so 25 Euro auf jeder Sanifair-Toilette rumliegen, inzwischen in Bonks, oder? Ich spende das auch öfter. Ich denke mal, irgendjemand freut sich dann darüber, weil ich habe in meiner Handtasche, also in meiner kleinen Bauchtasche, ein kleines Sammelsurium dort, in diversen Hosentaschen. Das sammelt sich. Aber das wäre doch mal eine Idee für Sanifair. Wir haben ja schon oft Anregungen gegeben, warum nicht einfach diesen... Piss-Flatrate. Diesen eher so, nee, nicht Piss-Flatrate. Also erstmal die Kundenkarte ist natürlich wichtig so. Keine Ahnung, 50 Euro im Jahr. So wie Payback oder so. 50 Euro im Jahr oder so, wird ja reichen. Da kommen wir voll auf unsere Kosten. Mhm. So. Das erstmal, also würden viele Leute natürlich weiterreichen, ne, aber machst du halt so 5 Minuten Sperre drauf. Wenn du richtig auf Klo musst, dann zahlst du auch den Euro wieder. Aber dann einfach nochmal einen Kasten am Ein- und Ausgang, wo du sagst, diesen Euro-Bon spende ich einem guten Zweck oder so. Wie das Macis mit dem kleinen Häuschen auf der Theke hat für Ronald McDonald Kinderstiftung. Richtig, genau. Ja. Warum nicht Sanifair-Stiftung für Leute, die schiffen müssen, keine Ahnung. Und dass dann Leute, andere Leute sich da, keine Ahnung, günstiger die Sanifair-Karte kriegen oder so. Ja, pissen und Gutes tun. Pissen und Gutes tun, Schiff für einen guten Zweck. Ja, da gibt es bestimmt noch einen besseren Reim. Ja, einen besseren Slogan, besseren Catcher. Slogan, ja. Habt ihr einen guten Catcher? Sowas wie... Schiffe in die Zukunft. Also sei schneller als ein Tsunami ist es nicht. Die Werbung wieder hängt es echt low. Sei schneller als ein Tsunami. Der Tropfen zum Glück. Oh. Komm, ein Tröpfchen später. Nein. Oh nein. Jedes Mal, wenn wir rausgehen. Sowas wie... Sick dich frei. Sick dich frei. Oh, jetzt kommt nur noch Scheiße bei rum. Ja, kommt auch nur Kacke bei raus. Oh, jetzt gerade mal kurz hier zwei, drei Karrierebeender im Kopf gehabt. Ey, das war ganz schwierig gewesen. Falls ihr einen guten Slogan habt, packt mal unten drunter. Kann ich mich bei dir entschuldigen, Freddy? Für was denn? Dein ganzes Equipment sieht aus, als ob ein Stripper das in der Hand hatte, weil ich das komplett voll geglitzert habe. Schön. Das ist okay für mich, Timo. Face-Painting. Wie wäre denn dein Stripper-Name, Timo? Das darf ich nicht laut sagen. Doch. McMuffin. Hier darfst du. Dick Arschloch. Nee, der ist schon besetzt. Dick Arschloch. Wer hat den denn als Stripper-Namen? Nicht, den gibt es einfach. Du nicht? Nee. Was war deiner? Ich muss mir noch einen überlegen. Was war es denn? Normalerweise ist doch die Regelung, dein erstes Haustier, der Name und dann die Straße, auf der du groß geworden bist. Fee Franz? Rocky Harris Kalschenhaus. Was ist das? Fee Franz, Junge! Da kommt's wieder, Fee Franz! Boah, war, das hört sich ein bisschen so an, als wenn du kratzig wärst. Ja, das Fee Franz ist wieder. Fee doofen Namen, Fee Franz. Aber auch guter Folgentitel. Die Fee Franz Stiftung sein, die Fee, ihr könnt einfach mal. Pissen für Fee Franz, ey. Oh Mann, ich bin wieder ins Facepanning gepackt. Oh Mann, ey. Fee Franz. Was ist deiner, Tier? Ich will duschen. Bah! Der Schmutzfink. Ich will duschen. Auch guter Folgenname. Ich will duschen. Falls ihr euch fragt, was aus dem Buskind geworden ist, er ist genau hier. Die Suche ist beendet. Er hat jetzt ein Tribal im Gesicht. Ich muss raus. Es geht ihm nicht so gut. Ich will duschen. Oh boy, ich habe mich seit 5 Stunden nicht bewegt. Timo. Muss mal aufstehen? Nee, ich will die Beine nicht mehr. Ich will raus, ich trage seit 12 Stunden Doc Martens. Du trägst seit 12 Stunden auf Facebook. Du bist es selber schuld. Oh boy, Ich überlege gerade.
die Straße, auf der man groß geworden ist. Also bei mir wäre es Jack Steinach. Das ist ein bisschen anders, wenn ich so Sachen in einem dunklen Wald ermittle. Ja, Jack Stoner. Jack Steinach ist Jack wieder da. Stoner. Jack Stoner ist wieder da, ey. Bei mir wäre es Lissy Ulm. Lissy Ulm! Boah, aber süß bisschen. Ja. Da kommt Lissy Ulm. Unangenehmer. Bisschen wie so eine bayerische Stripperin. Wie so ein Dirndl. Lissy Ulm. Jawohl. Ganz viel zu kurz. Lissy Ulm, Jack Stoner. Magst du ein bisschen Euros hinlegen? Wie Franz und ich mit duschen. Franz. Ist so ein starker Name. Lissy Ulm und Fee Franz, ey. Die beiden sind das, ey. Lissy und Fee. Ey. Fee Franz, ey. Stark. Ich finde es einen schönen Namen, ich finde es passt auch. Fee Franz? Ja, Fee Franz passt. Wirklich? Wenn du dir einen frei ausruhen könntest? Dann nicht Fee Franz. Aber sondern? Wenn ich einen nehmen müsste, dann. Roxanne. Gibt's. Roxanne. Overused Stripper-Namen. Ja, ich will es auch gar nicht mehr. Ach komm, ich guck's nächste Bordell noch. Ja, okay. Sehr nice. Ich esse eine Reiswaffe dabei. Ja, kein Stress, du. Mein Verlauf mal wieder komplett zerstört. Ja, was haben Sie häufig gesucht in letzter Zeit? Bordelle. Hier. Ah ja, das Straßenbordell. Das freut mich doch. Schauen wir doch mal in die Rezession. Nur 16 Stück. Mhm. Schlechteste Dame überhaupt gehabt. Frech, dreist und kann gar nichts. Reine Abzocke. Geht bloß nicht dahin. Bloß noch mit SZ. Weiß schon wohin. Und was? Und sie fuckt noch im Doggy-Style mit der Hand den Vaginalverkehr. Was? Genauso wenig wird sich an eine Abmachung gehalten. Was machen die Leute dann denn immer für Abmachungen bei solchen Sachen? Hallo, guten Abend. Ich war gestern Abend, da war es okay. Und es hat mich süchtig gemacht. Ich war gerade noch mal da. Nach kurzer Verabredung. Katastrophe, steht da einfach nur. Das Mädchen nahm das Geld und sagte dann, sie sei müde. Ich wolle schlafen und gab mir das Geld nicht zurück. Taktik. Überhaupt gar nicht zu empfehlen. So eine unfreundliche Dame habe ich noch nie gesehen. Es wurde nicht mal an die Abmachung gehalten. Sagt man das so in dem Metier, dass man sich an die Abmachung nicht hält? Ist das dann, ist der Akt an sich dann die Abmachung, Geld gegen Sex, das ist die vielleicht, Abmachung? Vielleicht. So würde ich es jetzt auch verstehen. Eieiei. Vereinbarte Leistung nicht erbracht. Es kommt zum Streit. Security verwendet körperliche Gewalt. Geld ist weg. Ja. Ein Abschockepuff. Auch sehr gut die Antwort darauf. Sehr geehrter Gast, es kann sich nur um ein Missverständnis handeln, da unser Haus wegen Renovierung vom 12.04. bis zum 16.04. geschlossen war. Wo warst du dann, Kevin? Renovierung heißt mit dem Kärcher jeden Raum sauber machen oder was? Ich weiß jetzt auch nicht. Also vielleicht nochmal. Einmal den Zwuffer schwingen, ey. Einmal zu Schaffrad ein paar neue Betten. Ein Rutsch neue Betten, ein Schwarm Betten holen, ey. Hilfe. Schmeckt wohl die Schokoreis. Ach, vielen Dank. Nee, danke. Ja, das hier auf jeden Fall von dem Club. Wir sind in der Nähe von Köln jetzt schon, also wir brauchen wirklich nur noch ein Stündchen. Diverse Eros-Center poppen auf. Ich glaube, da wäre es dann auch intensiver. Ich weiß aber nicht, ob wir euch heute noch mal beglücken können mit einer weiteren Session, weil wir sind wirklich alle im Kopf sehr durchrödelt, muss man ehrlich sagen. Also so wie manch eine Bewertung, die wir heute hier erleben durften, fühlt sich auch mein Kopf an. Schlechter Service einfach nur noch. Ey, und keine Abmachung wird sich auch mehr in meinem Hirn gerade gehalten. Üble Nummer, denn wir müssen jetzt ja noch mal nach Mönchengladbach, da ist ja schon das neue Büro, und dann uns noch mal aufsplitten, sowohl nach Köln als auch nach Düren als auch nach Köln muss wieder zurückgefahren werden. Das heißt, da kommen auch noch mal 35 bis 40 Minütchen bei den meisten von uns oben drauf, wenn nicht nur noch ein bisschen mehr. Aber ich hoffe, wir konnten euch zumindest mit einer kurzen und kleinen und süßen Folge den Einblick versüßen. Ich bin mir sicher, die nächste wird etwas ausführlicher, auch mit einem Special-Gast, den wir dann dabei haben werden in einer Sonderedition Sylt. Ich sicherlich auch mit einem spannenden Outfit. Ich hoffe, die anderen auch. Schaltet dann gerne wieder ein und hört auch gerne wieder zu. Lasst 5 Sterne auf Spotify da oder Bewertung oder keine Ahnung. Falls es irgendeine Plattform gibt, wo man Kommentare schreiben kann, wie bei Apple, könnt ihr ja gerne mal kurz eine kleine Bordell-Rezension für uns da lassen. Ja, hier wird sich an Abmachungen gehalten. Hier korrekt. Wird immer pünktlich hochgeladen. Korrekt. Auch wenn es mal anstrengend ist. Ja. Nichtsdestotrotz ein abschließendes Wort. Nicht, dass das nochmal falsch ausgelegt wird, weil Interpretationsspielraum schwierig. Sexarbeit wichtig. Selbstbestimmte Frauen wichtig. Ich möchte mich da nicht drüber lustig machen oder sonstiges. Es ist ein hartes Gewerbe. Es ist ein harter Job. Jeder, der das macht, Respekt. Sicherlich auch die meisten nicht freiwillig, und das ist Horror.
Nichtsdestotrotz sollte das nicht dazu dienen, dass wir uns jetzt irgendwie über wen lustig machen oder uns über die drüber stellen wollen. Das möchte ich auf keinen Fall. Falls es so rübergekommen ist, entschuldige ich mich vielmals. Nichtsdestotrotz, einen schönen Abend. Ganz oft nichtsdestotrotz. Ich sage tschüss. Tschüss. Tschüss.